Willkommen zurück bei Elite Dangerous Logbucheintrag in Klammern Folge 153 sind wir mittlerweile schon. Und beim letzten Mal sind wir dann über unendlich viele Systeme wieder zurück nach Gliese gelangt, nachdem wir uns von den beiden Community Goals die Belohnung abgeholt haben für die ganzen Kopfgelder, die wir da eingesammelt haben. Und das hat sich gelohnt, waren insgesamt jeweils 1,5 Millionen, sprich 3 Millionen. Und jetzt sind wir wieder in Gliese. Wir fliegen gleich Richtung Siehe. Hier kommt erstmal die Rumpfhüllenverstärkung raus und das Vierer Frachtgestell. Wir müssen nämlich erstmal in den Zendok dort einen besseren Schildgenerator und eine Schildzellenbank kaufen. Und dann gucken wir mal, was die so noch vor Ort haben für uns. Nachladen. Ach ja, das ist die kleine Schildzellenbank, die ich gerade drin habe. Wir können ja mal hier in die Auftragstafel gucken. Was ist denn das hier? Die Einladung? Die haben wir doch schon. Ja, die haben wir schon 10-mal gekriegt oder so. Was ist das hier? 6 Nahrungskartuschen. Nö. Den Scheiß mache ich nicht mit. Ziel hatte ich vorhin schon mal gesetzt, kurz zwischen der Aufnahme vorhin und jetzt. Richtung Siehe. Denn wir machen erstmal wieder ein paar Missionen für die Föderation. Um da nochmal aufsteigen zu können. Wir sind derzeit in Rang Maat. Das müsste. Boah, welcher Rang ist das? Der fünfte? Oder ist das schon der sechste? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann kann ich euch hoffentlich auch noch in der Folge mal die neuen Impulslaser zeigen. Die E3, die hauen gut rein, die überhitzen nicht. Die geben halt viele Feuerstöße hintereinander, oder Laserstöße in dem Fall, hintereinander ab. Und die haben auch echt bei guten oder bei großen Schiffen gut reingehauen. Das hat mich doch sehr verwundert, da die sehr günstig sind. Das sind vor allem noch die Gimbals, die sind nicht ganz so gut wie die normalen, die halt nicht so zielverfolgend sind. Die machen nochmal ein kleines bisschen mehr Schaden, haben dafür die Feuerrate von 3,2 Sekunden auf nur 3 Sekunden, beziehungsweise auf 3 Schüsse pro Sekunde, so rum. Die wir jetzt drin haben, 3,2. Und die nicht gimbalt sind, die haben dafür nochmal einen Schadenspunkt mehr, zumindest auf diese Anzeige. Muss jeder selber wissen, aber ich habe einfach mal die Zielverfolgenden genommen, die hauen so gut rein, das ist ja echt unfassbar. Hätte ich nie gedacht, wirklich nicht. Dachte man, die Strahlenlaser, die sind dann doch einen Ticken besser noch. Aber dass die hier, die wir jetzt drin haben, auch gar nicht überhitzen. Eine thermische Überladung können die, glaube ich, bekommen. Also die kriegen sie auf jeden Fall. Ich glaube aber auch das dauert eine ganze Weile, bis das soweit ist. Und die normale Schiffsüberhitzung habe ich damit noch nie erreicht. Maximal im Kampf irgendwie auf um die 54, 60% höchstens. Also das sah immer alles sehr gut aus. So, sind wir in Xie, müssen wir in den Zendok. Der ist halt leider 2000 Lichtsekunden weg. Gucken wir mal, vielleicht haben die hier auch schon ein paar Aufgaben für uns. Und hier müsste, genau, hier steht noch der Hauler rum. Hightech-System, Bevölkerung 6,8 Millionen. Nanu? Deneb Algedi, ist das ein neues System? Habe ich noch nie gesehen. Wer weiß. Ja, wir gucken mal in die Auftragstafel rein. Wenn die jetzt nichts Gescheites an Aufträgen für uns parat haben hier im Zendok, dann können wir uns ja einfach mal an so ein paar Signalquellen versuchen und da vielleicht ein paar Piraten abschießen. Ich denke, das sollte ganz gut funktionieren. Ich würde mich auch mit mehreren anlegen wollen. Aber ich denke mal, die haben ein paar Aufträge für uns. Das hat ja die einige Male, die wir hier schon gekämpft oder gehandelt haben, ganz gut geklappt mit den Aufträgen. Ja, es geht auch ganz schnell. Sind wir gleich da. Ein, zwei Minuten bis dorthin geflogen.
und Bremsvorgang eingeleitet. Ach genau, wir hatten ja hier drüben links auch ein paar Rohstoffabbaustandorte. Das entfiel mir gerade schon wieder. Ich habe gerade gesehen, als der Planet so langsam an uns herankam, dass da noch ein paar Kreise sind. Wir könnten natürlich auch dort die Waffen testen. Na, wir gucken mal, was hier für Aufträge gibt. Ich denke, ich zeige euch mal die Waffen. Das ist bestimmt am spannendsten. Aber erstmal in den Sendok, erstmal das Schiff noch ein bisschen ausstatten. Hier haben sie auf jeden Fall den Schildgenerator und die Schildzellenbank, die ich möchte. Und alleine die Schildzellenbank wird nochmal die Energie in die Höhe treiben. Den Energieverbrauch. Und schon sind wir da. Wunderbar. Hat uns vor allem keiner rausgezogen. Beim letzten Mal auch nicht, als wir so viel hin und her gesprungen sind. Wurden wir auch in Ruhe gelassen. Docking request granted. In dem einen System, wo wir beim letzten Mal gestartet sind, das zweite Community Goal, da gab es viele von den Systemsicherheitskräften, die gesucht waren. Die waren halt grün, natürlich, weil wir ja verbündet oder wohlgesinnt waren noch zu dem Zeitpunkt. Und waren halt aber trotzdem im Gesuchtstatus. Stand halt auch die Systemsicherheit drüber. Keine Ahnung, was da los war. Huch. So, wunderbar. Ausstattung. Wo treibt denn ihr euch eigentlich derzeit rum? In welchem System? Macht ihr gerade was Besonderes? Irgendwo hocharbeiten, handeln? Oder immer noch erkunden, einmal so quer durch die Galaxie düsen. Das soll ja echt ordentlich Asche bringen, wenn man da mal bis zum Zentrum oder so einmal ringsrum irgendwie versucht zu reisen. So, Schildgenerator erstmal. Ach, guck mal, jetzt, das sehe ich jetzt. Ist das neu, die Scoop Raid? Habe ich mich ja beim letzten Mal gewundert, dass dieser zweiteuerste so viel einsammelt. Der würde zum Beispiel 580 Liter pro Sekunde laden. Und den wir dabei hatten, das war der hier, 340 Liter, 0,34 Tonnen. Der hat aber deutlich mehr geladen. Naja, okay, wir bauen erstmal auf jeden Fall den Schildgenerator wieder rein. Den guten. Und nochmal die eine Schildzellenbank. Da hatte ich ja immer mit Absicht nicht die beste Schildzellenbank. Sprich eigentlich nicht die A4, sondern die hier, die B4, die hat glaube ich eine Schildzelle mehr. So, Munition. Genau. Die hat nämlich 5 Schildzellen. Die andere hat glaube ich plus 4. Okay. Wie viel Energie haben wir noch übrig? 15,24 von 15,6. Ja, einen Schildbooster könnten wir noch einbauen. Ach ja, guck mal, Schubdüsen wollte ich ja nochmal gucken. Geht doch. Nee, das geht nicht. Da haben wir zu viel Energie. Die D5 habe ich drin. Ich könnte auf A4 wechseln. Würde das jetzt nochmal was bringen? Na, ich lasse das mal so.
Wenn da jemand mehr Ahnung hat, dann ruhig in die Kommentare schreiben. Okay, Auftragstafel, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn hier? Irgendwas besonders Schönes, ein Datenkurier, da unbedingt. Oh, hier, guck mal. David Wade, The Purple Posse. Einen dieser beiden. Ach, so ein dieser drei Systeme wieder. 175.000, ist egal. Nehmen wir mal an. Machen wir jetzt einfach mal. Ich mag das zwar nicht mit diesem System. Und Rohstoffabbaustandort machen wir dann ein anderes Mal wieder. Wir suchen mal diesen Typen. LP 873-49. Ah, hier. Die werden es ja angezeigt. Okay, da muss ich erstmal was ändern. Die. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal da runter, dieses LP-System. Gucken wir, ob wir den dort finden. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal dann wieder ein Update. Von irgendjemandem, der uns genau sagt, wo er hingesprungen ist eventuell. Dieser David. Oder David. Ich nenne ihn jetzt einfach mal David. Und dann suchen wir uns den mal raus, schießen den ab. 175.000, ist echt eine ganze Menge. Das ist, soweit ich das bisher mitbekommen habe, so fast schon die Obergrenze. Also mehr, beziehungsweise oder 200.000 habe ich noch nie gesehen, die man bei so einer Mission bekommen könnte. Okay, gucken wir mal. Sehr schön. Das wäre doch noch ein Ding. Wenn wir jetzt noch so ein großes Schiff abschießen, ich gehe mal stark von einer fetten Python oder einer Anaconda oder sowas aus. Wahrscheinlich eine Anaconda. Ja, wir sind gut gewappnet. Ich habe auch Munition gekauft für die Schildzellenbank. Einen Düppelwerfer haben wir dabei. Waffen haben wir auch an Bord. Ganz wichtig beim Kämpfen. Immer Waffen dabei haben. Ja, müsste gut klappen. Okay. Und dann jetzt wieder das alte Spielchen. So langsam wie nur möglich im Supercruise fliegen. Und die Signalquellen abwarten. Ich hoffe, es geht diesmal ein bisschen schneller als die letzten einige Male, wo wir das schon probiert haben. Ich hatte ja echt mal das Problem, hatte ich ja mal erzählt, dass man, wenn man die Aufgaben abnimmt und dann erst einen Tag später oder so machen möchte, dass es dann immer wohl Probleme gab, die Leute noch zu finden. Und wenn man das halt dann gleich macht, dass es dann deutlich besser klappt. Naja, schauen wir uns die Sachen mal an, da haben wir schon die erste Signalquelle. Das ist schon mal super. Vielleicht kommt direkt einer, der uns das Ding updatet. Eine Cobra. Achso, der wird wahrscheinlich eh nicht gesucht. Ich könnte gerade noch so entkommen. Ach, guck mal an. David Wade. Erst einmal auf dem Radar. Da, 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 da. Sagen wir mal so. Schnell wird man mich im System Psi Caprioni nicht mehr zu sehen bekommen. Ah, guck mal, der ist jetzt im System Psi Caprioni. Vor allem, was ist denn das für ein Name? Gabor Demeteur. Was ist das denn? Nachname mit dreimal Ö? Der muss aus dem Süden irgendwo kommen. Also weit aus dem Süden, meine ich jetzt. Okay, Caprioni, Bums. Wieso wird uns jetzt das System Hu angezeigt? Und nicht das System Caprioni. Hat er noch mehr geschrieben? Das ist doch schon wieder komisch. Was steht denn hier drin? Aktualisiert. Hier steht jetzt im System Hu. Okay, gut. Dann haben wir ja schon mal das richtige System gewählt und dann düsen wir dorthin. Vorsicht, ich hatte noch aus Versehen. Könnte ich eigentlich schon mal machen. Die Waffen trotzdem. Die Energie geben. Hat er noch die Waffen raus. Okay, das haut schon mal hin. Wunderbar. Ich hatte es, glaube ich, noch nie, dass mir eine Cobra den Auftrag aktualisiert. Scheiße. Mir ist gerade Kaffee auf die Tastatur gelaufen. Oh, Moment. Ich habe hier zufällig eine Packung Taschentücher rumliegen. Ich hoffe, es sind keine wichtigen Funktionen betroffen. Scheiße. Naja, es geht schon. Das finden wir zusammen raus. Boah, wie ich es hasse, wenn sowas passiert.
Naja, was soll's. Okay. Da ist das Navigationssignal. Hier gibt's ein... Oh, guck mal. Vielleicht haben wir Glück, dass er das direkt ist. Puh, so ein bisschen Aufregung kommt trotzdem immer noch bei den großen, dicken, fetten Schiffen. Oh ja, oh ja. Guck mal, da ist noch so ein zweites Schiff dabei. Eine Sidewinder. Starfighter, tödlich. Auch gesucht. Und das ist David Wade. Okay, da kümmern wir uns erstmal... Oh, da links ist noch eine andere Sidewinder. Kümmern wir uns hier auf jeden Fall erstmal um die beiden Sidewinder. Um den Geleitschutz von David Wade. Wir haben schon mal die erste Hülle angekratzt gekriegt. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, die erste Sidewinder, die ist schon mal breit. Da ist die Anaconda. Oh, da haben wir nochmal Kopfgeld erhalten. Ey, das ist natürlich auch super, wenn man da nochmal Kopfgelder bekommt für die Anaconda. Ich fliege gerade einen Blödsinn zusammen. Oh Mann, ey. Oh, verdammt. Alter, was? Nein. 53% Hülle. Alter. Alter, was ist los? Das ging jetzt aber schnell. Ich glaube, die hat uns richtig übel erwischt. Oh, fuck, 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 Rakete im Anflug. Komm schon, booste weg, booste einfach nur noch weg. Okay, wisst ihr was? Ich fliehe jetzt hier nicht... Oh, ich glaube, die ging vorbei. Gott sei Dank. Ich fliehe jetzt nicht komplett. Oh, noch eine Rakete im Anflug. Ich fliehe nicht komplett. Sondern warte einfach, bis das Schild wieder ein bisschen aufgeladen ist. Dann haue ich eine Schildzelle rein. Dann holen wir uns die zweite Sidewinder. Und dann gehen wir auf den Typen. Die Raketen haben doch niemals eine 7 Kilometer Reichweite, oder? Oh, da oben ist sie vorbeigeflogen. Oh, die kam zurück. Oh, die hat uns getroffen. 36% Hülle. Ach du Scheiße. Okay, die beiden sind jetzt abgehauen. Da kommt noch eine Rakete irgendwo an. Oh, guck mal, da sind sie noch. Nee, da sind sie noch. Nur noch die Anaconda. 3 Kilometer entfernt. Die ist natürlich auch schön schnell unterwegs. Komm schon, Schild. Komm schon, Schild. Also ich möchte jetzt natürlich nicht einfach aufgeben. Ich hau bloß ein bisschen ab. Dass die uns hier nicht niedermäht. Das Schild müsste sich halt mal ein bisschen aufladen. Okay, jetzt gehe ich mir. Jetzt haben wir eine gute Reichweite erstmal. Ich gebe mal ein bisschen mehr Energie auf das System. Lädt sich das dadurch auch ein bisschen allgemein schnell auf? Scheiße, hat es nochmal getroffen. 29% Hülle. Alter, was ist denn mit der fucking Anaconda los? Komm schon, Hülle. Nein, noch eine. Alter. Scheiße, da kommt sie angeflogen. 23% Hülle. Alter. Wow, wow, wow. Komm schon. Oh, fuck. Komm schon, ein Strich noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Und gleich eine Schildzelle. Ja. So, du Miststück. Jetzt bist du dran, Freundchen. Oh, die haut uns aber echt sehr gut das Schild runter. Okay, jetzt versuche ich erstmal so ein bisschen hinter die zu kommen. Boah, die hat natürlich auch übelst viele Laser dabei. Ich glaube, ich habe schon alle Schildzellen gezündet. Ich weiß es nicht genau. Aber guck mal, wir überhitzen halt nicht so gut, ne? Nicht so schnell. Okay, komm schon, Schild. Geh weg, geh weg, geh weg. Boah, also jetzt waren wir gerade echt Himmelangst und Bange. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Schon Schild. Ja, endlich. Sauber. Kurz warten, wir hatten gerade eine thermische Überladung. Oh, das sieht ganz gut aus. Ich warte kurz noch wegen der Überladung. Aber wir überhitzen nicht. Guck mal. Das sieht ganz gut aus. Jetzt sieht es ganz gut aus. Prozent noch. Ach komm schon. Bitte, 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 bitte. Ja, 1% noch und
Weg damit. Ja. Oh Gott. Yeah. Yeah. 300.000, Alter. Ja. Ich freue mich echt ein Loch in den Arsch. Geil. Ja. Durch die Sidewinder nochmal 4.000 oder so dazu bekommen. Wie geil ist das denn? Krass, da fliegen wir direkt wieder nach Xi hier und geben das ab. Ich finde gerade das System nicht hier hinter. Huh. Da haben wir aber wirklich Glück gehabt. Ich habe das vorhin nicht so schnell realisiert, wie die dann doch noch mein Schild weggeknarzt hat. Ich hatte mich ein bisschen zu wenig auf die Anaconda konzentriert, als ich die Sidewinder runtergeschossen habe. Boah. Also da haben wir wirklich Glück gehabt und 300.000 Kopfgeld, unfassbar, das finde ich gerade wirklich krass. Ich hätte vielleicht mit 100.000, 120.000 gerechnet, aber so viel, uiuiuiui. Ich bin sehr froh, dass wir das noch irgendwie geschafft haben. Boah, danach brauche ich erstmal eine Pause. Aber das geben wir noch sicher ab. Uiuiui. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das müsste doch schon fast wieder für eine kleine Beförderung reichen. Super. Das heißt, jetzt nochmal 175.000 für die Aufgabe erhalten und dann haben wir mal eben 480.000 ungefähr gemacht. Ja. Geil. Ich freue mich echt tierisch. Krass. Ich könnte es kaum glauben, als das 299.000 oben rechts angezeigt hat. Wahnsinn. Aber die muss uns mit irgendwas. Ich gehe mal stark von aus, dass es eventuell so ein Plasmabeschleuniger war, was uns da so erwischt hat. Das Schild war ja dann im Nu weg. Ich hatte, glaube ich, noch 1,5 Ringe. Das Schild war weg und ich hatte noch 52% Hülle. Und das, ich weiß echt nicht, was uns getroffen hat. Es war noch keine Rakete im Anflug. Die haben ja dann auch nicht so viel Schaden gemacht, Gott sei Dank. Aber ich gehe mal von aus, dass das so ein Plasmabeschleuniger war. Irgend sowas in der Richtung. Das war wirklich haarscharf. Immerhin hat sie uns keine Module zerschossen. Bin ich ja schon mal froh. Oder? Wie sieht's denn aus mit unseren Modulen? Das sieht noch ganz gut aus. Schubdüsen 84%. Ja, der Rest noch so um die 90%. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Boah. Ha! Haben wir es doch sogar noch in der Folge geschafft. Geile Sache. Sauber. Huch, nein, 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 nicht so schnell. Ach, Gott sei Dank. Könnte gerade noch so auf die 6 Sekunden runterbremsen. 7, okay, 6. Wunderbar. Huhu. Sehen wir den Planeten noch mit den Abbaustandorten? Nee, da sind wir glaube ich schon ein bisschen länger vorbei jetzt. Schade. Jemand gab mir auch den Tipp, finde ich auch super, müssen wir mal probieren. Wenn in einem Abbaustandort nur jetzt kleine Sidewinder oder halt immer nur dieselben Schiffe mit den kleinen Kopfgeldern vorkommen, einfach mal rausspringen aus dem Abbaustandort und direkt wieder rein. Und dann wird es wohl nochmal neu berechnet und ausgelotet und dann ist es wohl oft oder meistens so, dass dann direkt andere Schiffe vorkommen oder mit anderen Kopfgeldern halt wieder. Mir ist das mal bei einem Navigationssignal aufgefallen. Das sind die Dinger, wenn er dann direkt ins System reinspringt, die dann bloß ein paar Lichtsekunden entfernt sind. Und zwar war es dort so, hatte ich mal getestet, wenn er halt gerade ein paar Leute abschießen könnte, die dort Kopfgelder haben und dann taucht keiner auf, einfach kurz ins Hauptmenü, wieder reinspringen und schon ist alles wieder voll mit Schiffen und davon hätte dann auch, weiß ich nicht, 3, 4, 5 auch Kopfgelder ausgesetzt. Also auch das hatte super funktioniert. Ach so, bei wem können wir denn die Kopfgelder, die gehören auch zur Föderation, wunderbar. Ich wusste jetzt nicht, welches System beziehungsweise wer im System Who das Sagen hatte, wo wir die Kopfgelder eben bekommen haben. Aber das ist super, wenn das auch zur Föderation zählt.
Wunderbar. Königlich schweben wir herein. Elfengleich. Da, ungelandet wie so ein Elefant. So. Mahlzeit, Leute. Wir haben den Typen erledigt. Alles okay. Könnt beruhigt schlafen. Reparieren 7000. Nachladen. Das nehmen wir mit. Das hat sich gelohnt. Hauen jetzt erstmal die Kopfgeld ab. Ha, sauber, echt sauber, total geil. Und den Auftrag geben wir natürlich auch noch ab. Ja, 175.000 nochmal hinterher. Super, super, super. Und leider nichts Neues, außer ein Warentransport. Na gut. Was gibt's denn hier Neues? Hat sich hier was verändert? Nö. Alles beim Alten. Na gut, war eine sehr erfolgreiche und auch ein bisschen spannende Folge, wie ich finde. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe ja, sowas kommt noch öfter vor. Nicht, dass es immer nur so leicht ist, dass wir die jetzt wieder in den Abbaustandorten oder in den Navigationssignalen die Leute einfach wegbrutzeln können, fast ohne jeglichen Widerstand, weil die sich halt nicht großartig wehren. Und da fand ich das heute schon mal eine gelungene Abwechslung. Ich fand's super und wünsche euch einen schönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.